Jochen jetzt gleich hier mit seiner mega krassen Geschichte. Ihr werdet das der nicht glauben. Besten Geschichte aller Zeiten. Wollte ich nur sagen, Gamescom ist hinter uns. Wir haben natürlich während der Gamescom nicht aufgezeichnet und haben jetzt offensichtlich viel Redebedarf. Jochen. Ja, erstmal möchte ich mich bei allen bedanken, die auch uns auf der Gamescom angesprochen haben und sich bei uns für den Podcast bedankt haben. Ja. Wirklich, ganz, das ganz ist mir viele? Tatsächlich auch passiert. Ganz viele Einige Leute, Male, ja. die ganz viele Leute, die angekommen sind. Cola Podcast, vielen Dank. Und mittlerweile passieren mir auch Sachen auf der Messe. Da ist auch was passiert, wo ich eigentlich nicht drüber reden will, aber die Leute erwarten alle, dass Warst du am Fortnite-Stand und hast eine Tüte in der Hand gehabt? Und die Leute erwarten, dass ich die Stellung beziehe. Schon Podcast ohne richtigen Namen ist immer so ein bisschen wie, da sagt er dann, was war. Finde ich ganz lustig. Du bist ein bisschen aber zu laut. Aber willst du wenigstens sagen, worüber du nichts sagen willst, oder willst du auch nicht sagen, worüber du was sagen ja, willst? Ja, ich sag nicht nur die Security Guard Geschichte. Erzähl doch mal. Nee, du bist jetzt dran mit deiner geilen Geschichte. Also. Du hast vorhin vor Fortnite-Stand gekackt. Genau. Ich bin ja verheiratet. Ja. Das ist aber noch nicht die geile Geschichte. Also die ist auch so toll. Das soll eine Frau nicht hören. Schatz, entschuldige. Also, wir haben so einen Familienkalender. Also, jeder kann auf seinem Rechner sehen, wann da kann man Termine eintragen. Dann sage ich, ich nehme Podcast ohne Namen auf, du hältst dann in der Zeit die Fresse. So, dann steht das da drin. Dann weiß die dem Bescheid. Kind oder der Frau? Wem von beiden sagst du das? Meiner Frau. Achso, ich dachte, das Kind hat auch einen Kalender. Nein. So. Ja, okay, Entschuldigung. Auf alle Fälle, vorletzte Woche, ich hatte euch ja ein Bild geschickt. Ne? Was ihr nicht zuordnen konntet, das mit den Füßen. Ach Bein. So, ja. Stand in meinem Kalender, und meine Frau geht ja immer, also manchmal in unregelmäßig. Müssen wir das mal, das sollten wir mal kurz erklären. Wir haben ja diese WhatsApp-Gruppe, ne? Wo wir regelmäßig sinnvolle oder sinnlose Dinge reinschreiben. Ja. Und da hat Jochen, wann war das? Vor 2 Wochen oder so? Zwei kryptische Bilder reingepostet. Mit, Moment. Ja, das war das andere. Scroll mal hoch. Warte, ich muss das jetzt erstmal verarbeiten. Ja. Kann's nicht lange in mir lassen. Es muss raus vor 2 Wochen. Mhm. Schlimm, skurril auf jeden Fall. Ja. Dann frag ich nach dem 7. Mal, wo Jochen jetzt irgendwas geschrieben hat, wie man das dann mal so macht. Was ist denn passiert? Mhm. Sag ich nicht, ich gebe nur einen Tipp. Dann kommt ein Bild von einem Stück Treppe. Ja. Und dann ein Bild von seinen Füßen auf dem Fußboden. Moment, auf dem also Bild Schuhen. Mit der Treppe ist ein Schild, wo drauf steht mybeautybase.de. Genau. Und das ist Jochens Teaser an uns gewesen, mit dem er uns hat 2 Wochen warten lassen. Ich habe einfach nur 4 Fragezeichen gepostet, auf die ich bis heute keine Antwort bekommen habe. Ja, jetzt will ich ja die Antwort geben, also passt auf. Weil die Geschichte, weil die unbedingt raus musste, du sie aber für 2 Wochen geheim halten Ich musste konnte. Sie jetzt, ich kann sie, und jetzt kann ich sie endlich rauslassen. Also, wir haben diesen Familienkalender und meine Frau geht oft zur Pediküre und macht sie ihre Füße schön und ihren Körper schön und mal... So, ich dachte, die Pediküre ist nur für Füße. Trägt sie immer alles ein. Ja, manchmal geht sie aber auch woanders hin. So. Okay. Und vor 2 Wochen, mache ich den Kalender auf. Ah, alles klar, Pediküre. Meine Frau ist wieder bei der Pediküre. Pediküre. So. Ich so, wann gehst du denn dahin? Sie guckt mich an. Wieso ich? Du! Ich habe dir einen Termin gemacht. Also... Wie oft hast du schon Pedikürentermine gehabt? Das war der erste. Bist du dir sicher? Also vielleicht war das jetzt seit 2 Jahren eingetragen, warst du nie da. Nein. Aber die hat, ohne mit dir zu sprechen, einfach ohne mal einen das Termin dir zu sagen. Also bei der Pediküre gemacht? Es kann sein, dass sie mir das schon mal gesagt hat, ich es vielleicht überhört habe. Auf alle Fälle steht in meinem Kalender Pediküre und ich war noch nie in meinem Leben in der Pediküre. Wofür auch? Wieso soll ich jemanden an meine Füße lassen, der mir die Nägel schneidet? Habe ich gesagt, es war so unglaublich für mich, weil sie ja immer dahin geht und jetzt stand da Pediküre und ich so, what, was ist das? Ja, du gehst doch heute zur Pediküre, das ist hier direkt um die Ecke, hast du mir einen Termin gemacht? Ja, also die Frau macht dem Mann einen Termin für die Pediküre. Wisst ihr, was das heißt, ne? Nee. Nee. Du hast jetzt schöne Füße. Irgendwie... Deine Füße gefallen mir nicht. Tu mal was für dich. Ja, aber ist das jetzt, und das ist jetzt die spektakuläre Geschichte, Jochen. Ja, warst du schon mal bei der Pediküre? Ja. Oh. Für einen Dreh allerdings. Was? Auch bei uns um die Ecke? Nee, das war irgendwo auch hier in Hamburg. Da haben wir mal, ich glaube, für Game One irgendwas gedreht, wo,
Ich glaube, es war eine Moderation und es sollte so aussehen, als ob wir im Beauty-Salon sind. Und dann waren wir halt auch im Beauty-Salon und dann haben die halt dann die... Das haben sollte die, so aussehen, deswegen fahren wir da. Dann haben die halt da auch die Pediküre, also das haben die halt schon wirklich gemacht. Erst die Füße so in so ein warmes Wasser und dann... Und es hat scheiße wehgetan. Aber ich muss sagen, ich war ganz angetan, wie es dann aussah. Ich habe mir gedacht, so, ja, so schön waren meine Fußnägel tatsächlich noch nie. Aber es hat sich mir trotzdem auch nicht erschlossen, warum ich das jemals wieder machen sollte. Also, ja, also ich war erstmal, ich war völlig perplex, weil in meinem Kalender ein Pediküre von die meine Frau gemacht hat. Auf alle Fälle gehe ich jetzt um die Ecke, gehe in den Beauty-Salon und sie sagte so, ja, der ist hinter, der, da gehst du erst in den Friseur rein und dann ist das um die Ecke, hinten im Hinterraum. Ich gehe beim Friseur rein, die gucken schon alle, weißt du, wenn die aufhört zu schnibbeln und so, oh, der Fremde ist da, wie beim Western Saloon, ne? Wenn die alle aufhören, Klavier zu spielen und das nicht mehr trinken, alles wird ruhig. So, stand ich da drin, gehe hinten um die Ecke, erste Tür links, zack, dann kamen mir, hatte ich so zwei große Frauenfüße im Gesicht, war ich halt erstmal im falschen Raum. Wieso wo eine Frau in der, ja, weil die eine Frau in der Liege wie beim Zahnarzt lag und mir die Füße entgegenstrecke und sie. Wie klein bist du denn? Den kann man ja hochmachen. Und da war also. Da saß halt eine Frau und feilte mit einer großen Feile die Füße und die Frau, die da drin saß, die war natürlich, wurde natürlich gestört von mir und ich stand da, Pediküre? Das ist, als wenn ich zum Frauenarzt gehe und irgendeine Frau überrasche, wie sie in ihrem Sessel sitzt. Genau, das ist richtig, das ist genau dasselbe so quasi wie Frauenarzt. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Wie war das denn jetzt nun? Also ich bin dann weitergegangen und ich war sehr aufgeregt. Aufgeregt? Also vielleicht ist die Geschichte jetzt, wo ihr sagt, vielleicht auch nicht so trotz doch, so toll. Nee, doch, aber also ich habe auch gleich noch eine mega krasse Geschichte, kann ich ganz kurz mal schon mal andeuten. Also da war ich neulich. Aber ich meine, Geschichte ist so doch gar nicht zu Ende. Warte, und da haben die mir die Haare geschnitten. Jetzt haltet euch mal ganz kurz. Doch, ohne Scheiß, pass mal auf, ich gehe da rein. Und es ist wirklich. Lass doch erstmal Jochen spannende Geschichte zu Ende. In so einem Yakuza-Laden. Was? Er will mich verarschen und wollte eigentlich sagen, Pediküre ist gar nicht so schlimm. Am Nachhinein fand ich es auch nicht so schlimm. Niemand, aber der hat gedacht, dass das schlimm ist. Ich? Ich lasse niemanden an meine Füße ran, wenn er mir die Hornhaut wegmacht und die Füße schneidet. Er hat nicht die Füße geschnitten, sondern die Nägel. Oder hat er die Füße geschnitten? Vielleicht, das ist schmerzhaft. Mann, vielleicht habe ich aber auch, bin ich auch völlig, ich glaub, denke bisschen, ich auch völlig falsch. Naja, es hat vielleicht auch ein bisschen was mit diesem Build-up von 2 Wochen zu tun und 2 mysteriösen Bildern. Du machst so ein mega Geheimnis und man denkt so, ach du Scheiße, was ist passiert? Und dann kommt halt sowas raus wie, boah, bei der Pediküre. Und du denkst jetzt so, alle fallen völlig aus den Wolken. Wow, Jochen, wie krass ist das denn? Pediküre? Wow, das habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Was geht da wohl ab? Was? Erzähl mir genau, wie geht es vor sich bei der Pediküre? Was machen die da? Was? Fußnägel schneiden? Das ist ja krass. Ich dachte, das wäre eine mega Geschichte. Ja, auf jeden Fall, das ist echt Leben auf der Überholspur. Das ist Wahnsinn, ey. Weißt, es gibt bestimmt andere so prominenten Podcasts oder so, denen man zuhören kann, die erzählen, auf welchen Feiern in Hollywood die waren. Und bei Jochen ist der 2 Wochen Build-up dafür, dass er bei der Pediküre war. Oh, da war ich mit Robert Downey Jr. auf dem Klo koksen, aber ey. Du warst Jochen war bei der Pediküre, kannst Jochen du das war schlagen? Bei der Nein. Pediküre und hat die falsche Tür geöffnet. Ich kenne einen, der war bei der Pediküre. Das ist eine Geschichte, die ist so gut, die kann man weitererzählen. Ich habe das Gefühl, es knarzt Leute, hier ein bisschen. Ey, Leute, ihr seid so, weil du ständig an dem Mikrofon rumfummelst. Mann, ey, ihr seid so blöde Arschlöcher. Ehrlich, also könnt ihr euch. Nee, könnt ihr nicht. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Was denn, dass du bei der Pediküre warst? Ja. Und wie man. Also, ich kam mir vor wie so ein kleiner Schuljunge, der. Keine Ahnung, zum ersten Mal eine Bravo kauft oder aber so. Weißt oder? Du, mit einer Pediküre, Jochen, ist es so wie mit gefärbten Haaren. Du musst das mit Selbstbewusstsein tragen. In dem Moment, wo du dir da eine gewisse Schwäche anmerken lässt und eine gewisse Unsicherheit, da fressen die dich auf im Pediküre-Laden. Ja, du musst da reingehen, so wie du es schon gesagt hast mit dem Saloon, das ist ja eigentlich schon eine richtige Analogie, nur es geht ja auch keiner in den Saloon rein und guckt sich vorsichtig um und hat ein bisschen Schiss, sondern du musst die Saloon-Tür quasi auftreten. Und Achtung, Schwingtür. Und dann musst du eintreten. Ey, wo ist die Pediküre, genau. Ihr Wichser? Und dann musst du so Sachen sagen wie, mach mir meine 10, Bitch. Oder irgendwie sowas. Das habe ich gemacht. Dass das du hast Bitch gesagt? Ich habe gedacht, das wäre jetzt cool, um meine Unsicherheit zu... Was mich mal interessieren würde, es gibt ja tatsächlich hier bei uns in der Nähe einige Pediküre-Salons oder Maniküre oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall, warum ist das
sitzen da immer Asiaten drin. Warum? Da saß keine Asiatin drin. Das war keine Asiatin, die die Füße gemacht hat? Nein. Nein, ich kann Asiatin unterscheiden von anderen Menschen. Wow, herzlichen Glückwunsch. Nice. Das ist ja großartig. Kannst du mal tweeten? Ich finde, du hast das Bundesverdienst. Kriegst du bestimmt positives Feedback drauf. Ey, wisst ihr was? Ich erzähle euch, Idioten, nie wieder eine Geschichte. Das ehrlich. Ist auch eine geile Bildunterschrift. Jochen kann Asiatinnen unterscheiden. Von normalen Menschen, hat er gesagt. Von anderen Menschen. Ach so, Menschen. Nee, von anderen Menschen. Das auftreten. Liebe Zuhörer. So 10 Asiaten in einer Reihe und ein kaukasischer Mensch. Und du gehst so asiatisch. Liebe Zuhörer. Asiatisch. Ich rede jetzt nur, nur für euch und mit euch. Asiatisch. Wir blenden jetzt Eddie und Georg mal kurz aus. Ja. Absolut. Haltet doch mal eben die Schnauze. Ich möchte jetzt zu meinem Publikum etwas sagen. Mit euch rede ich nicht mehr in die nächste halbe Stunde. Also, ich habe allen, falls jemand Pediküre macht oder vorhat, Pediküre zu lernen, ich habe großen Respekt vor den Menschen, die das machen. Ich habe große Füße für euch. Also, jeden Tag an 50 fremden Füßen rumzufummeln, das ist, da ziehe ich meinen Hut. Vor allen Dingen, wenn, die Frauenhaut abzukratzen, oben schön sauber zu machen, die Fußnägel. Es gibt ja Füße und Füße, ne? Es gibt ja so gepflegte kleine Frauenfüßchen, und die sich da auch selber immer drum kümmert. Und dann gibt es so die Füße von Kerlen, so mit 3 Zentimetern Hornhaut und so dicken, krummen Nägeln, eckigen. Ja, aber mit so schwarzen Ecken. Glaubst du, dass die können dann schon einschätzen, wie die Füße dann aussehen, wenn die neue Kunden haben? Oh Gott, jetzt habe ich gleich wieder 1 Zentimeter Hornhaut und 15 Zentimeter lange Fußnägel vor mir? Naja, also ich meine, wenn du einen Pediküre-Termin hast, dann wirst du dir ja zumindest üblicherweise die Nägel schneiden, oder? Ja, das soll die ja machen. Ja, aber es soll ja nicht aussehen. Du kriegst auch nicht eine Pizza mit zum Italiener. Ja, aber du putzt ja auch die Zähne, wenn du zum Zahnarzt gehst, oder? Du kriegst doch nicht eine Pizza mit zum Italiener. Ich habe dafür bezahlt. Hier, schneid die Schaufeln. Naja.